Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem anderen, zu einem weiteren Unboxing. Ich habe ja jetzt erst zwei, also normalerweise sollte ich, wenn das Video rauskommt, zwei Videos rausgebracht haben von meinem Japan-Haul. Einmal die Figuren und einmal den Merch, was ich gemacht habe. Und wie man ja gesehen hat, in den Figuren-Haul, ich habe zwei größere Figuren auch mitgenommen. Und heute geht es um die, warte, holen wir uns noch mehr. King of Glory, Gongsun Li Jing Hong Statue, Dance Version, aus einem, was war da gestanden? Smartphone-Spiel King of Glory. Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, nicht. Ich fand sie einfach schick. Gleich mal nochmal zur Info, falls ihr das andere Video nicht gesehen habt, diese Packung, was ihr innen drin seht. Ich habe sie eingeschnitten, damit sie bei mir in den Koffer passt. Und habe sie natürlich wieder geklebt, damit ich ein Unboxing dazu machen kann. Ich habe sie weder komplett ausgepackt. Ich habe nur im Prinzip diese Box zusammengelegt, damit ich sie in meinen Koffer packe. Oder in meinen Koffer passt. Und habe diese, das sieht man auch von oben, hier, da habe ich mit Klebeband habe ich das alles wieder rund zusammengeflickt, damit ich es als Unboxing auch bringen kann. Nur damit ihr schon Bescheid wisst. Aber ich hätte gesagt, wir gehen zum Unboxing rüber und schauen uns dann die Figur an. Dann kommen wir doch mal zu den Daten. Die Figur selber heißt Honor of Kings, beziehungsweise Kings of Glory, das ist ja das Handygame aus China. Habe ich bisher noch nie gehört gehabt, aber ich fand die Figur so toll. Gongsun Li Jing Hong Dance Version, 1:7 Complete Figure, der Originalpreis sind 19.800 Yen. Bei AmiAmi kostet 16.400 Yen mit den Abzügen, weil AmiAmi bietet die Figuren öfter mal ein bisschen billiger an. Und natürlich mit meinen, dass ich es aus Japan mitgebracht habe mit den 10% Steuern, was noch wegkam, könnte man so rund 100 Euro sagen, was ich dafür gezahlt habe. Sie ist rund 310 mm hoch und ist natürlich ist von Mythios und ist natürlich in so einer, wie ihr schon seht, in so einer Standard-Plastik-durchsichtigen Verpackung, die mit ein paar Mustern drauf ist. Ist in Ordnung, aber nichts, was ich jetzt unbedingt bräuchte. Ich bin eher ein Fan von den Kartons. So, und da sind wir dann vom Unboxing raus. Das war jetzt ein relativ schnelles Unboxing, wenn ich überlege jetzt mit ihr hier. Waren es halt fast 10 Minuten, wobei ich auch echt viel mit den mit diesen Drahtgeflechtdingern, was drin waren, rumgespielt habe. Und hier ging es relativ zügig, weil es halt auch nur wirklich die ganze Figur an sich komplett ist. Bloß der Schirm und die zwei Lampen mussten raus. Und ey, ich finde sie von der Farbgebung. Hier sitzt natürlich vom Licht her ein bisschen blöd. Das lässt dieses Rot ein bisschen mehr strahlen. Da müsste ich jetzt die Kamera wahrscheinlich umstellen. Aber ey, es ist doch eine mega Figur. Vor allem die chinesischen Figuren. Also, ich war ja vorher auch eher so überzeugt, so, Chinesen machen ja eher immer diese Kopie-Dinger von anderen Figuren. Aber die machen mittlerweile so geniale eigene Figuren. Wenn man jetzt halt dann, naja, gut, das sieht man jetzt hier, ne, das ist weiter oben, das sind ja die Arknight-Figuren, da habe ich auch schon ein paar Reviews gemacht. Ich glaube, ich habe sogar bloß zwei gemacht. Ich habe da oben vier stehen, ich muss die anderen noch machen, gar. Aber dann komme ich wieder nicht dazu und dann lasse ich es wieder liegen und dann kriege ich wieder eine neue Figur und dann mache ich lieber das. Einzige ist natürlich, ich bin auch einer eher, der bekannte Figuren sich holt, die, wo er die Animes gesehen hat, die Spiele gespielt hat oder sowas. Aber es kommen dann immer wieder mal solche Figuren raus, wo ich mir einfach nur denke, die schaut von dieser ganzen Ästhetik und von diesem ganzen Style einfach so geil aus, dass man die einfach haben will. Und die kosten halt meistens auch weniger wie die von uns. Aber gehen wir erstmal in die, na, wieder ein bisschen näher ran, damit ich euch mehr zeigen kann und dann geht's weiter. So, dann kommen wir noch zur Figur an sich. Eins möchte ich gleich mal zeigen. Das ist Stoff, das ist so Vlies, ist das so ein richtig roter, feiner Vlies. Finde ich. Das ist mir jetzt beim Tragen das erste Mal so richtig aufgefallen. Ich meine, gut, ich habe sie ja vorher in der Box gehabt, wie soll mir sonst auffallen? Finde ich schön, dass die sowas machen, weil dann steht sie ja auch besser, finde ich. Dann schon diese ganze Base ist doch einfach nur ein Traum. Fangen wir außenrum an. Es ist natürlich ein bisschen, es wirkt ein bisschen so Steampunk-mäßig, dass da außen halt so diese Laternen, diese Rohre sind. Oder was das genau sein soll. Die Laternen sind schön gemacht, so vom Style her. Wenn man die so ein bisschen dreht mit dem Muster drauf. Hier jetzt dann zum Beispiel mit noch dem Blatt drauf. Ich finde dieses Herbstthema finde ich halt einfach schön. Dann haben wir hier unten haben wir so dieses... Das soll scheinbar vom Herbstthema her wie so ein Wasserspritzer sein. Wie wenn sie, weil sie ist ja auch so mit einem Fuß nur drin.
dass es so ins Wasser spritzt oder so das Wasser wächst oder Wasserwellen weggehen hier mit den schönen Blättern. Ich habe jetzt übrigens auch einen anderen Modus bei der Kamera eingestellt, damit die Farben nicht so knallig sind. Wobei sie an sich aber trotzdem knallig sind, diese Farben. Also dieses Rot ist schon schön leuchtend und alles. Und hier haben wir dann auch nochmal die Blätter überall. Hier haben wir sie drin. Und auch, komm ich dahinter. Da hinten drin sind ja auch nochmal lauter so Blätter. Sehen wir vielleicht, wenn man es ein wenig so hält. Ey, das ist eine richtig schöne Base. Und da kommen wir doch einfach zum... Eigentlich, wenn man die neben der Figur zum Highlight... Ich meine, klar, gehört zur Figur, aber... Ey, schaut euch diesen Mantel an. Diesen, das soll wahrscheinlich ein, soll das ein offener Kimono sein? Ich denke schon. Ey, schaut euch das mal an. Diese Muster. Mann, Alter. Hier ist auch noch mein Blatt mit drauf. Aber ey, ich liebe so chinesische Figuren. Wenn wir eh schon dabei sind, hier oben haben wir ja noch den Schirm. Mit diesen ganzen edlen, schönen... goldenen Streifen drin, den Ornamenten außen und so und vor allem dieses Herbstblattmuster oder Ahornblätter. Und ich, wenn es halt so anschaue, die Färbung ist halt einfach perfekt. Du hast hier ein Pünktchen, ein rotes Pünktchen wahrscheinlich vom Ding, aber ansonsten dieses, was ich halt schon oft hatte, ist, wenn so Streifen sind, so golden oder sowas, dass die ein bisschen billig, ein bisschen schlecht ausschauen. Aber hier schauen die halt einfach nur mega aus. Und also dann haben wir jetzt den Schirm. Hier, ja, machen wir mit dem Schirm gar weiter. Siehst du, hier sieht man den noch von vorne. Da sind auch nochmal das Blattmuster drin, außen mal die ganzen Streifen in Gold. Und selbst wenn ich von hier schaue, ist es halt richtig schön gemacht. Also vom Bemalen her, es gibt halt nichts zu meckern, wirklich gar nichts. Ist es besser, wenn ich hier das Licht noch ausmache? Ja, ist vielleicht gescheiter so, dann ist das nicht so überstrahlt. Ja, natürlich ihr Fuß da unten und so ein bisschen. Dann ihr anderes Teil vom Kimono mit dem ganzen Mustern drauf. Das schaut halt, damit diese ganzen feinen Details, was halt drauf sind. Ey, ich mag ja sowieso so Kimono-Figuren. Es kommt demnächst auch noch so eine, diese Hochzeitskimono von der Kurumi kommt eine Figur. Es gab auch eine von der Raftalia, die habe ich dann abbestellt, weil es sind mir einfach zu viele Figuren mittlerweile wieder geworden. Obwohl ich mich das Jahr mehr zurückgehalten habe. Dann kommen wir noch hierher. Hier haben wir halt das ist zum Zubinden wahrscheinlich vom Kimono oder sonst irgendwas. Wobei das eigentlich da vorne dranhängt, ne? Weiß ich gar nicht. Schaut das nach einem Eisding aus? Das schaut irgendwie so eismäßig aus. Kann natürlich auch einfach nur ein Muster sein. Und ja... Die Beine sind auch schön gemacht. Dann, wenn du hier reinschaust, selbst hier drin sind halt einfach Muster. Das ist halt... Ich bin langsam echt sprachlos, was da an der Figur alles ist. Deswegen habe ich die auch mitgenommen. Mein Problem ist, wenn ich eine Figur sehe, die ich haben will, dann will ich die. Ich überlege zwar dann meistens noch ein bisschen, aber wenn dann der Preis halt wie jetzt hier... Ich meine, schaut sie euch an. Das ganze Zeug, was da dabei ist, die ganzen Muster, was drauf sind. Es ist alles so richtig schön gemacht. Es ist nirgendwo eine... Oder es gibt keine großartigen Macken drin. Unten ist dieser Stoff dann auch noch dazu und alles. Und dann kostet sie halt weniger wie andere Figuren, die wohl nicht halb so gut ausschauen. Und ja, und dann... Das hätte ich fast vergessen. Auch dieses Muster, was hier drauf... Oh, da muss ich aufpassen, weil nicht, dass ich hier das verbiege. Hier, das Muster, was auf dieser Platte ist, schaut halt auch echt schön aus. So, dieser ganze chinesische Style einfach. Mit diesen Wellen, was da rumgehen. Richtig geil. Dann kommen wir doch zum Gesicht. Das Gesicht schaut auch echt super aus. Das hat mir schon von Anfang an gefallen. Das mit den Hasenohren ist mir erst später so richtig aufgefallen, muss ich zugeben. Ich meine, das passt natürlich dann zu meiner kleinen Bunny-Sammlung dahin. Klein. Und dann kommen wir doch auch zu den Haaren. Oder kommen wir erstmal zu dem Regenschirm dann noch hier. Ich fand, das ist durchsichtig. Da, wenn ihr seht... Diese kleine Kugel da, die ist durchsichtig, wenn ich dahinter gehe. Das ist auch schön. Das ist halt auch so ein kleines Detail, was halt einfach... Es müsste nicht sein, ist aber genial. Der Stab ist natürlich einfach nur rot und das Ding. Ihre Hände sind auch schön gemacht. Also so mit so leichten Nagellack drauf. Oder es soll halt einfach ganz normal das Ding. Hier so das kleine Ornament über ihre Brust. Und... Ja, wie gesagt, die Augen schauen halt richtig schön aus. Die Haare sind halt schon richtig schön gemacht. Vor allem, weil die halt auch so fließend sind.
man merkt jetzt, das Einzige, was man natürlich wieder merkt, aber das ist, wie immer, kann ich nur sagen, das darf einem nicht stören bei Figuren, weil irgendwo müssen die zusammengebaut werden. Das ist natürlich hier so dieser Streifen, wo man weiß, dass das hier zusammengeklebt wurde. Aber ansonsten fällt es bei den Haaren halt nicht auf, weil das wahrscheinlich so ein Teil ist. Aber trotzdem wirkt halt wie so, wie aus einem Guss, also halt wie so echte, ja, was heißt wie echte Haare? Ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt ja welche, da wirkt das so plump und so mehrfach zusammengepappt, wo du dann die einzelnen Strähnen-Dinger siehst, wo die reingepappt wurden. Ja, hier ist jetzt im Hasenohr ist jetzt hier so ein schwarzer Fleck. Oh, das ist zum Wegblasen gewesen. Okay, das war dann ein Ding. Ja, was will ich mehr dazu sagen? Gehen wir mal kurz wieder in die große Aufnahme und dann gehen wir zum Fazit über. Ja, und dann kommen wir noch zum Abschlussfazit. Sie ist eine... Was will ich noch großartig dazu sagen? Eigentlich habe ich so schon alles gesagt. Es ist eine super Figur. Der Preis ist einfach mega. Können Sie ein wenig hinterstellen, damit es vielleicht ein bisschen schärfer ist. Und ich kann über nichts klagen. Es ist fein gemacht. Die Schattierungen sind schön. Klar, wenn man hier drüber langt, ist vielleicht ein bisschen rau. Aber, sagen wir ehrlich, krabbelt irgendjemand seine Figuren den ganzen Tag an? Nein. Vielleicht manche schon, aber da weiß ich gar nicht, was sie damit machen wollen. Und ja, es ist schon, also dieser ganze Druck ist halt einfach super. Ich kann sie nur jedem empfehlen, der auf irgendwie Figuren steht, außer er hat natürlich so diese Vorgaben, er tut nur bekannte Figuren kaufen oder sonst irgendwas. Und drehen wir sie noch einmal. Wie gesagt, also man kann nicht klagen, gerade die chinesischen Figuren überholen für mich gerade zum Teil die ganzen japanischen Figuren. Von China war man ja immer, also habe ich öfter gehört, waren da eher immer ein bisschen enttäuschendere Figuren, aber die letzten Jahre holen die immer mehr auf und übertrumpfen teilweise sogar. Ich meine, klar, es kommen jetzt auch immer mehr japanische Figuren, die halt mehr Details haben und so Zeug. Oder wie jetzt hier auch die Kurumi, wo das ganze Zeug dabei. Wobei das halt auch Shiny Dress ist. Ist vielleicht auch so ein Style einfach, dass in China die lieber mehr von der Base haben und von der Figur zusammen als nur die Figur. Ich mag meine Figuren, die halt zum Teil nichts dabei haben. Weniger als die, wo halt einfach nur so bombastisch wirken, einfach wie hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt mal an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich habe eigentlich noch mehr Unboxings in der Reihe, aber ich mache die immer wieder nicht und dann vergesse ich sie wieder und dann keine Ahnung. Weil ich meine, Albedo muss ich auch noch machen. Und ein paar andere da hinten habe ich auch noch nie gemacht. Freut euch auf noch mehr. Es wird auf jeden Fall noch was kommen. Das waren jetzt erstmal die Figuren, die ich aus China mitgebracht habe. Aus Japan mitgebracht habe. Und super. Lustig, Fun Fact. Ich habe gerade, wie ich pausiert habe, habe ich kurz auf meine E-Mails geschaut. Ich habe den Preis jetzt bekommen für die Kurumi in ihrer Shiromoko-Version. Also Shiromoko mit diesem Hochzeitskimono. Fuck, sind die Preise für den Versand hochgegangen. Heilige Scheiße. Ich glaube, die werde ich canceln müssen. Weil Versand ist nicht ganz die Hälfte, was die Figur kostet. Das ist schon hart. Jetzt, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.